Und wieder zurück bei Quasshot mit Sherlock. Hi. Hi. So, wir haben ja in der letzten Folge noch gesagt, wir bauen ein kleines bisschen um, um hier da die Mission abzuschließen. Ja, Maschinengewehr zählt ja quasi auch, also Minigun zählt ja quasi auch als Maschinengewehr-Erfolg. Darum, Minigun, gefällt mir eh am besten. Och, ich habe eigentlich einen richtig coolen Turm an sich gebaut. Ich meine, ja, man kann ihn relativ schnell runterschießen, aber gefällt mir. Stopp. Ja, nee, ich hab schon Schatz. Ah, okay. Ich hab schon Schatz. Ich müsste noch hier kurz was umstellen. Ah, okay, so, jetzt starte ich. Jetzt Fahrer einsetzen, den richtigen. Ich habe ja das Fahrzeug gewechselt. Ja. So. Habe ich noch Kaffee? Nein, habe ich nicht, okay. Ob das ja was? Hätten wir mal noch eine Kaffeepause machen? Ja, hätten wir. Dann machen wir danach eine kleine Kaffeepause. Ist ja nicht so. Nur ist es zu spät. Nur muss ich verdursten. Ja, ist ja nicht so wild, ne? Nur werde ich während des Kämpfes einschlafen. Also wenn das schon so weit ist, ja. Nein. Alles gut. Gut. So. So, Spiel, du darfst meinetwegen starten. Das wäre nett. Ja. Ich muss mir übrigens noch Ace und Klingreifen bauen. Demnächst. Irgendwann mal. Ich bin gerade beim Angucken. Was haben die eigentlich? Die gelenkten Reifen haben eine Tragfähigkeit von 150. 500. Ja, das passt. Wenn du mal den. Ich glaube, der heißt nicht mehr Cheetah, der Motor, oder? Ist das auch noch wieder? Ja, der heißt jetzt. Verbesserter, glaube ich, wieder. Hey. Der heißt jetzt. Ja, die haben wieder ein bisschen Namen geändert. Hallo, Mike. Oh, was hast denn du da? Ah! Hallo, Whiteliner! Hallo! Bist ja wieder ein Nahkämpfer. Ja, Nahkampfschrot. Ja, ich bin wieder hier quasi, weißt du schon. Achso, da geht's gar nicht lang. Also, das ist jetzt hier Galerie, neue Fraktion, die Reifen sind drin. Die ganz große Höllenwind-Kabine ist drin, wo sie noch tauglich erwerbbar war. Ja. Null haben sie ja rausgenommen. Kann ja, kannst halt noch, das Paket kannst du immer noch. Ja, nur so ein Paket kannst du kaufen, genau. Das Paket war dann doch zu teuer. Ja, ich hatte auch schon mit den Gedanken gespielt gehabt. Hab mich aber erstmal dagegen entschieden. Ja, so, da unten ist der Combat. War der Combat, der ist gerade da. Und natürlich, was auch kann. Tada! Boah, der Tarnmodus! Ich seh dich trotzdem. Ich seh dich. Wo denn? Tada! Den Hintertischen. Und der ist ganz clean. Also das ist richtig, also wenn er richtig Schwung hat und einen Rammen tut, dann macht er höllischen Schaden. Vorsicht, da hinten ist der Ragnar. Und hier ist der Combat. Ich geh mal auf Combat. Ja, ich. Jawohl, warte mal, der da vorne hat ein paar Geschütze drauf. Mr. T-Wop. So, jetzt geh ich aber auf Combat. Einer Sensor. Ich bräuchte mal. Ja, ich bin unterwegs. Ich dachte, du bist bei Combat, aber. Ja, bin ich ja. Der ist gerade um eine Ecke gefahren, der Schweineköter. So, jetzt kann er auch nichts mehr machen. Ja, ich kann auch nichts mehr machen. Ich bin entreift von einer Seite. Ach so, das ist nicht ganz so toll. Ja, das war deine Aufgabe. Du wolltest Combat erzielen. Ja, habe ich. Der ist um eine Ecke gefahren. Ja, toll. Nun muss ich hier rumstehen. Guten Eindruck machen. Ja, mach das. Bring mir mal den Josef her, den Post. Warte, den habe ich gerade kaputt gemacht. Bringen wir mal den Josef her. Ja, dann müsste ich mir die Skinner holen und dann zieh ich den hinterher. Ja, das ist ja immer noch was. So ein ja, aber ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht, wie man die perfekt einsetzen kann, die Skinner. Naja, du brauchst ja auch ein leistungsstarkes Fahrzeug, um da die Gegner wirklich hinterherziehen zu können. Weil wenn du da ja, gleich. Mal, also das wird schon praktisch sein, wenn du es im Orteng hast, das ist am besten. Also ja. Weil wenn du ein leichteres Fahrzeug hast, dann zieht der dich einfach ganz einfach weg, ja, der Kollege. Und das Ding kostet immerhin 3 Energie. Naja, das Ding kostet ja immerhin. Darum, das ist ja. Naja, ich weiß nicht. Ich habe noch keinen richtigen Verwendungszweck dafür gesehen, ehrlich gesagt. Auch bei anderen Gegnern so noch nicht. Nee, ich auch noch nicht. Aber wie gesagt, in der Garage hab ich den schon, also im Lager. Ich meine, es wäre vielleicht ganz cool, wenn man. Ich weiß nicht, ob das denn schon wieder überpowered ist. Wenn man quasi die Gegner mit der Harpune anschießt und dann wenn die Gegner vielleicht ranzieht, wenn du denn ein Nahkampfauto hast, ja, quasi den Gegner in die Dinger reinziehen,
in die Nahkampfteile reinziehen. Das wäre eventuell, aber ich weiß nicht, ob das so richtig gut hinhaut, ob das Balancing so denn fein ist. Ich habe mal meine ganzen Schrotflinten abgebaut. Ja. Ach, du hast ja, die haben wir gekonnt weggeschossen. Okay. Was hat der gehabt überhaupt von der Waffe? Hat er Tsunami so? Nee, der hatte Quasar, hat er da nach vorne drauf? Nee, der war's vorne. Achso, nee, der hat sich wieder einer zurückgezogen. Geh mal bitte rüber. Muss mal bitte bohren. Muss mal Zahnarzt spielen. Zahnarzt? Hat er mir wieder runter. Hat er wieder hoch? Ich will Zahnarzt spielen. Mensch, geh doch mal endlich kaputt, Junge! Ich hab ihn! Jetzt hab ich ihn. Ballerei! Versäch. So, ich fahr mal hier durch die Halle. Oh, warte mal, da war gerade ein blauer Punkt, der ist weg. Das ist hier, bei mir ist einer. Ja, doch, zwei Tsunami. Wo ist es noch? Okay, ich hab hier seinen Fliegebärt. Der ist weg. Au. Wir sind bei uns hin, also das ist hier. Ja. Hab's richtig gesehen, der eine mit deinem Tsunami da. Cap schon, ja. Au, oh Mann! Tsunami. Ja, alles klar. Weil so schnell wie der mich da vorne als Mambo geblickt hat, das war eigentlich fast klar, dass da eine Tsunami im Spiel ist. Mhm. Ja, das ist dann gut. Und wenn die dann woanders sind, das ist dann ganz gut. Naja, gut. Wenn es dann mal sein sollte, dass die Waffen dann entlassen eingeteilt werden. Mehr oder weniger. Ah, Mann. Der Seno ist gerade online. Der Seno? Der Seno. Den haben wir auch schon mal gespielt. Damit? Ja, Seno-Tritter. Ach, das war doch hier ziemlich weit am Anfang. Ja. Seno möchte gerne mitmachen, sehe ich gerade. Ja, nach der Aufnahme denn, würde ich sagen. So wie du möchtest. Nach der Aufnahme denn. Können wir noch ein bisschen vorher texten oder so, mal gucken. So, wo steckst du denn? Da bist du. Wo steck ich denn? Ich bin genau neben dir. Ja, du warst gerade hinter mir. Nein, neben dir. Das ist, glaube ich, schon wieder ein Fliegebärt. Aber, Du hast aber eine Map-Karte heute als wohl hochgebracht. Warum? Alles gegen dich, oder? Hier alles buckelig. Ja. Ja, das ist. Also, ja. Hinter dir. Au. Au, oh, die Synthesizer machen einen Schaden, ja. Alter. Der pflückt mich voll auseinander damit. Weißt du, was ich vergessen habe? Ah, gut, ich sollte im Power-Strom ein bisschen tiefer bleiben. Ich habe keine. Kein Radar dabei. Nimm dir so auch noch einer. Ja, da kommen Raketen. Das war's für mich. Au, au, au. Das war's. Mann. Mal gucken, was der Sherrock macht. Da nix. Ich schleiche gerade hinterher. Ja, ich sehe das gerade. Oh, ich hasse die. Oh, das ist doch eine Buckelpiste hier. Das war's. Der Drops ist die Lutsch. Ich sag, da hat ja Koppen, also was eben das war, spielen, immer so die Buckelpisten. Ja, welche Strecke ist denn glatt ohne Buckel? Gibt's doch ja auch nicht. Das ist irgendwie gut. Vor uns die Wüstenmap. Die komische Map, wo man da EKM-Kontrolle hat, egal was man will. Das stimmt, ja. Da und jetzt noch hier die Buckelpiste hier. Ah. Das war's. Der Micha. Ich war ja hopp getestet mit dir. Blutdick ist er. So, bitte mal eine schöne Map. Meinst du? Ja, am besten die Brücken-Map. Die passt jetzt immer rein. Am liebsten.
Jetzt die Brückenmap rein und dann sind wir gut hier. Ja, eingefischt müssen wir noch nicht bin. Den haben wir. Ja, ich bräuchte eigentlich noch 16 Kills, aber irgendwie. Ja, das kriegen wir doch hin in einem Match, oder nicht? Ja, ja, also bei 0-0. Also ja, machst du alle 8 Gegner kaputt und dann machst du uns auch noch kaputt. Ja, da bleibt nur noch einer übrig. Ja, mein Gott, dann machst du noch den. Keine Ahnung. Also möchte ich mich noch selbst sprengen machen. Genau, oder? Dann wiederbelebst du einen, dann baust du einen wieder zusammen. Das wäre doch mal was, oder? So ein Reparaturkit. Ja, so eine Art Heildrohne oder sowas, weißt du? So eine. Musst du quasi neben den Gegner stehen. Und der baut dich dann quasi nach und nach wieder auf, deine Teile. Das wäre doch mal geil, denn. Am Ende vielleicht noch so, da ruft die Teile bei den ab und bald sind wir der noch dran. Ja, das wäre doch noch geiler. hier ist einer wieder mit der Schrotvolle Kanne. Oh, wenn der einmal loslegt. Das ist ja die A-Mann-Waffe. Ja. Oh ja, ich hatte mich gerade hingestellt und dann muss ich da. Aber die Schrot ist eigentlich an sich gut, da steht noch einer drin, ne? Naja, ich hab gerade. Jetzt hau ab. Aber die Schrot ist eigentlich an sich cool, diese Einschussschrot. Oh, da sind gleich zwei hier. Ja, dieser Killer, der macht nicht alle. Ich brauche jetzt den anders an. Aber wir können die wechseln. Was machen wir? Wir können den nochmal hier Flügelmann in die Mitte. Ja, ich habe auf der einen Seite nur noch einen Reifen. Ja, wir wollen jetzt von hinten schaffen. Ach, von hinten finde ich gut. Kein Kommentar. Ah, ja. Ne, ich halte mich da. Ich halte mich da. Okay. Ich bin irgendwo hinter dir, da bin ich. Ja. So, einmal mache ich jetzt hier in seine Minigun eines runter. Nummer zwei ist runter. Wieso kann ich mich denn nicht wegdrehen vom Gegner? Ich verstehe das. Hat der auch einen Bohrer oder sowas? Aber das hat der. Ja, die komischen Reifen haben sich bei mir. Ah, okay. Jo, der ist weg. War hier nicht noch irgendwo einer? Ich mache noch einen guten Eindruck. Ich fahr mal den Robin hinterher. Ich verstehe das immer nicht. Ich glaube, hier um die Ecke war noch Fliegebär. Ah, da ist er. Wurde doch, der Burrel. Ja, Burrel. Ich sehe ihn. Aber ich habe gegen diese Fliegebärs komme ich nicht an mit dem Minigun, also schlecht. Außer ich schaffe es irgendwie ein Triebwerk abzuschießen. Da muss ich doch noch an meinen Schrott fahren, weil vorhin kam Grill, jetzt schon mit. Nee, nicht rumspringeln hier. Was, hinter mir? Ah, nee, da fährst du ja. Nee, nicht rumspringeln, vorne ist er Peter, Brickgrill. Ja, Der geht Captain. Der geht Captain, das sind die anderen zwei. Ah, komm, nee, jetzt will ich mitmachen, jetzt liegt doch. Ach, jetzt liegt er. Ja, jetzt liegt er. Ja, nein, nur Abschlusshilfe. Ah, Mist. Wehrlose Objekte drauf schießen. Ja, das kann er. Und dann noch den Kill abstauben. Nein, hat er nicht. Nein, den Kill hat er nicht abgestaubt. Das kannst aber du so nicht sehen. Das wäre cool, wollte mitmachen. Das hast du gerochen. Du wolltest. Ich wollte, ich. Ja, natürlich wollte ich. Ne? Ah. So. Wir haben knapp die Hälfte von Level 12. Bei den Nomans. Hast du nicht deinen Sieg jetzt fertig? Aber du machst eben. So, ja, habe ich eigentlich an sich fertig. Ja, dann. Aber wir können trotzdem, wenn du ja willst. Achso, du willst ja, auch mal so umbauen? Ja. Nee, ich muss so, ja, so. Ansonsten, gerne auch noch Waits. Wäre auch noch machbar. Ich habe noch 200 Benzin heute über. Quasi. Ja, kann man eine Folge draus machen oder willst du jetzt mit meinem. Ja, wir können auch nächste Folge eventuell. Hätte, was habe ich denn? 4 Raids noch übrig. 40 Raider mit Geschütz. Mit Geschütz, das mag ich immer nicht so. Aber okay. Ja, mal gucken, was gibt. Kommt drauf an, was du. Achso, du machst mittlere oder leichter? Mittlere. Ja, da müssen wir mal gucken, also. Wir können auch schwere machen, also. Ja, ja, wir können ja gucken, wir müssen hier unendlich schwerer machen. Wenn es die mittlere nicht schöne gibt, dann müssen wir den schwerer schieben. Genau, müssen wir mal gucken. Vom wir gleich wieder rein? Ja. Erlinkt. Also ein Mikrofon ist manchmal echt komisch. Manchmal. So ein bisschen. Manchmal hört man dich perfekt und manchmal hört man dich, als wenn du so irgendwie, keine Ahnung, den auf einmal 10 Meter weiter weg bist. Ja, ich gehe dann wahrscheinlich mit der Stimme etwas weiter runter. Das kann auch sein. Hui, ist aber schön geflogen, die Kiste. So, du bist da, ich bin hier. Ach, vorne ist was. Ja, ich sehe ne, aber der fährt rechts lang. Ah, da kommt noch einer von links. Der kommt dann gleich um die Ecke geschossen. Oder auch nicht. Der Digga, komm, Digga, hau mal jetzt weg. Was hat denn der? Der hatte Raketenwerfer. Ja, der hat die Wurz. Hatte. Da, wo der ATAC steht, dahinter ist auch noch einer.
Der hat auch Raketenwerfer. Nicht mehr. Und in der gegnerischen Base steht auch noch einer. Der jagt sich in die Luft. Okay, vergessen. Okay, verlassen. Verlassen wir auch und da gehe ich nicht mehr dran. So, und in der gegnerischen Base steht noch einer. Da oben drauf, genau. Ja, das gehen wir vom. Der fährt jetzt runter, ja. Der fährt runter, alles klar. Ja, den kappen wir uns den. Eine Waffe ist weg. Ja. Ich drehe dir noch ein bisschen perfekt rein. Ja, perfekt. So, das war's. Jetzt. Jetzt können wir cappen. Bei uns, wo wir zurück fahren? Ich fahr zurück. Ich hab noch kein Leben verloren. Ist auch gering, wie und einer von uns, der kippt gerade, der fiel, was fährt er gerade hin, Alena? Los, hin. Genau, dann verhindern wir das. Wir sind aber gut vertreten. Wir sind hier gerade zu dritt, zu viert sogar. Fahr schneller. Hier, fahr da rum. Ich bin ganz dicht hinter euch. Wie viel leben denn noch? 4 Leute von denen, okay. 4 gegen 4, das wird knapp. So, ich hau mal den seine Schrot hier weg. Der eine hat nichts mehr, der jagt sich schon in die Luft. Der ist gleich hinter mir, so wie es aussieht. Den Aimbow ja. an, den Aimbow ist an. Ich bin Käsekuchen. Oh, nämlich nicht. Scheiße. Weg. Der sich in die Luft gejagt hat, der hat mich sehr viel abgezogen. Der eine brennt schon wieder. Da wollte ich leider. Ah, es ging leider nicht auf. Nee, schaffen wir nicht mehr. Schade. Das ging leider nicht auf. Die waren sehr gut aufgestellt in der Base. Wir hätten es aber nicht mehr cappen können, als wir selber bei geworden sind. So, sind wir Level 12? Nein, noch nicht. Achso, du! Warte mal, Level 12 bei den. Oh, was bin ich geworden? Wo war ich jetzt? Scavenger? Ich hab jetzt knapp die Hälfte. Knapp die Hälfte von Level 12. Müsste ich gucken, also Level 12 bin ich jetzt geworden, auf das gerade die Level... Ich bin gerade noch überlegen, ist Level 12 auch das maximale Level? Nee, 15. 15, aber es gibt ja gar nichts mehr eigentlich mit 15, oder? Doch, ab 15, wenn du dann 15 geschafft hast, kannst du die auch weiter leveln. Und dann kriegst du für jeden weiteren Level kriegst du immer für die Kiste. Ah, okay. Weil dann ist das bei den größeren, also. Kriegst du dann immer irgendwann. Hast du denn quasi auch eine Prestige-Level? Ja, aber ich hab's noch nicht kennengelernt. Okay. Weil ich wollte erstmal alles auf 12 machen. Aber ja, das auf 12 kannst du doch erstmal alles bauen, oder? Weil ab 12 kannst du überall alles bauen. Ja. Warum verstehe ich manchmal nicht, dass das halt bis 15 geht teilweise? Vielleicht kommt ja nochmal in den einzelnen, ganz schön wäre, in den einzelnen Fraktionen, die jetzt schon älter sind, sage ich mal, dass da noch irgendwie was dazukommen könnte. In the base. Ja, ich seh's. Aber bleib unten, wenn du willst. Also bleib vorne. Okay. Wir sind noch ein paar blaue Punkte, ich hoffe mal, die lassen. So, ich brauche auch Hilfe, Mist. Ja, ich hätte hier auch gerade was zu tun. Oh, das ist herrlich, jetzt aber auch einen Hänger gehabt. Boah, mega Hänger. Ich hatte mich so schön. Ach, hat mich lecker auch. So schön freigekämpft und dann kommt der Lack raus. Ich fühle mich hier doch gerade sehr alleine. Du bist doch fast alleine. Ja, ich sehe es. Ja, das war's. Aber deine Waffen sind nicht gerade besonders gut gedeckt, ja? Nee. Verfahren? Komm, den einen will ich hier mitnehmen, den. Madrigal. Okay, oder auch nicht. Wohin hol du denn? Los! Die stehen auch nur über. Ja, na. Komm, los, hol du denn? Du gewinnen kannst es eh nicht mehr. Nee, das stimmt. Aber ich kann's ja noch ein bisschen. Kannst du noch ein bisschen ärgern, eventuell. Aber jetzt hat er hier eine Drohne. Nee, das war's. Okay. Letzten lieber dran geblieben am anderen. Der hätte gleich den EQ genommen. Jesus, schlimm. Boah. Du hast ihn verschont. Ja, ich bin tierlieb.
Abteilung nicht Käfer. Genau. Abteilung Mistkäfer, ja, war gut. So. Ist aber klein, ne? Wollen wir ausland oder wollen wir hin? Ja, 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 wir können hier da. 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 Genau da quasi. Da, da. Mal gucken, dass okay. uns von hinten nicht gleich einer überrascht. Nee, bin doch ich. Guck mal, wie findest du meinen Sticker? Ist der also hinten auf dein Hintern drauf ist? Ja. Naja, ja, ich will gerade sagen, was ist denn das für ein komisches hier? Ich hab hier eine Waffenfeldfunktion. Jawoll! So, gut. Ah, hier vorne steht der! Ja, ja, das war jetzt. Der Schweineköter. Ah, oh, nein! One hit, one hit. Da kommt ein Lanzentyp. Genau der. Hast du aber Glück gehabt, dass der dich nicht ganz getroffen hat gleich am Anfang. Ja, 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 ja. Ich hab mit meinem letzten Mist auch noch was gemacht, oder? Ey, und drei. Nein, nein, andere Richtung, andere Richtung. Nö, geh bleiben. Ganz tapfer. Ich bin doch ganz tapfer. Ja, ich sehe das schon. Aha, da ist keiner bei dir in der Nähe heute. Wissen Sie, sind die alle aufgegangen? Nö, nee, sind sie eigentlich noch hier noch da? Zwei kämpfen da noch ganz fleißig. Einer ist gleich tot. Und die lassen in Ruhe heute. Naja, die haben mich ja, jetzt kommen, jetzt werden sie kommen. So, jetzt. Ich bin da! Na, gut! Nein! Na, wo kommen sie? Na, kommt endlich mal einer. Alter, schon Ausschau, aber ich sehe noch keinen. Da, jetzt kommt doch. Killstealer! Wow, ich habe 10 Punkte gekriegt. So, jetzt bin ich Prestige 19. Okay. So, ich gehe jetzt nochmal zurück zur Garage. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, welche Weights gerade da sind. Wir hätten einmal Verteidigung für Kupfer, was gar nicht so verkehrt wäre. Mhm. In Rock City. Und wir haben einmal Raubzug, auch schwer. Und ich habe, glaube ich, sowieso. Achso, ja, ich muss ja mit die Schütz ran. Meinetwegen können wir das in der nächsten Folge quasi gerne machen. Ich finde. Mensch, ich finde das Fahrzeug irgendwie ganz cool gerade. Aber ich habe schon wieder keinen Platz, wo ich das hinspeichern kann. Brauchst du Kills? Ich brauche Kills, ja. Ja, dann ist Raubzug wieder nicht so prickel. Aber Verteidigung ist top. Mit Geschütze. Und ich habe da auch ein Geschützauto. Hm. Ich glaube, ich wollte das sowieso mal umbauen, das Geschützauto. Was hätte. Ach nee, das war ja das Problem. Ich habe diesen Velossus-Motor nicht reingekriegt. Aber ich nehme das Auto trotzdem, das gefällt mir ganz gut. Naja, also, dann. Ich lade das mal. So, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Machen wir dann ein paar Raids. Ja, da sowieso da noch eine Mission quasi freisteht. Ich glaube, ich musste noch irgendwas machen. Was musste ich noch mal? Radargeräte soll ich noch installieren. Das kriegen wir doch hin. Das Radar, das mache ich auch jetzt noch schnell ran. Ah ne, warte mal, Radar. Ich wollte gerade ein Funkgerät ran. Ich habe ein Radar dran. Hoho, da passt ja. Gut, das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Also, haut rein, macht's gut, tschüss. Ciao.